Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever. Ich hatte es ja am Ende der letzten Folge so ein bisschen angedeutet. Wir haben anscheinend wohl doch immer mehr Probleme, die Waren wegzubekommen. Das kann unter anderem mit der Linienführung und Zugzusammenstellung zusammenhängen. Letztendlich ist das ja auch das längste Spiel, was ich bis jetzt hier gemacht habe bei Transport Fever. Und Ausreden nicht verlegen, vorgestern, wenn ihr die Folge seht, irgendwie vor 3-4 Tagen kam ein Update für das Spiel. Und der soll an den Fabriken eventuell was geändert haben. Hatte ich mal überflogen, die Patch Notes. Wisst ihr wahrscheinlich jetzt alle schon wieder besser, weil, 3 Tage her, 4 Tage her. Aber egal, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich die Ware noch irgendwie wegkriege. Wir haben schon ein bisschen was an der Linie geändert. Zum Beispiel hier die Strecke mit den Baustoffen, wo man aber jetzt sieht, hier liegt jetzt gerade massiv Baustoffzeug drauf, das ich nicht wegkriege. Diesen Zug müsste ich mal umbauen, damit er auch seine 150 mitnehmen kann. Das heißt, wir schicken dich mal ins Depot. Ach, das geht von da aus nicht. Da muss ich mal eben warten, bis er da im Bahnhof angekommen ist. Dann kann er nämlich hier in ein Depot rein. Und wie man sieht, der bringt auch schon neue Waren mit. Die hier in Niederwörn auch gebraucht werden. Also das Warenaufkommen ist momentan dann doch sehr hoch. Wir packen da jetzt nochmal 5 Waggons hinter für Baumaterial. In der Hoffnung, dass wir dann da der Geschichte Herr werden. warst du das? Nein, du, ne? Jo. Zack. Und dann kommst du wieder auf die Linie. Ja, wenn ich sie jetzt wieder finde. Niederwörn Baustoff heißt die immer noch. Mal gucken, ob das reicht. Ja, wie gesagt, wenn natürlich jetzt an der Wirtschaftsleistung oder Produktionsleistung der Fabriken geschraubt worden ist, dann habe ich natürlich ein Problem, weil jetzt dann massiv meine Linien überlastet sind, beziehungsweise nicht überlastet, aber hier so viel Kram rumliegt, dass ich nicht mehr los werde. Und man sieht hier, das wird immer mehr Eisenerz. Das ist eigentlich in den letzten Folgen immer abtransportiert worden. Wir haben jetzt plötzlich 524 hier rumliegen. Was ist mit dir? Du wartest gerade auf freie Wege. Hier hatten wir nochmal ein Problem mit den Zügen gehabt. Das heißt, es wurde gar keine Lebensmittel produziert. Schauen wir mal. Wir hatten, genau, letzte Folge sagte ich, wir wollen mal ein bisschen hier um das Öl kümmern. Gott. Da. Ich weiß nicht, ob der Patch vielleicht doch unser Spiel ruiniert hat. Letztendlich. Wir müssen mal schauen, dass wir die Waggons hier jetzt noch, die Anhänger, Quatsch, die Züge, mein Gott, ein wenig ertüchtigen. 15 hat er dahinter. Fahrzeugsatz aus, ne? Das ist ja nett. Was haben wir denn am Laufen? Kommen sie aber ran. Einmal. Und der hat 15. Ach, das ist ja ein ganz anderer, sehe ich gerade. So, Fahrzeugersatz ein. Gut. Hier müsste auf jeden Fall ein Zug ankommen, der Öl holt. Dieser zum Bleistift. Was ist denn mit dir? Fahrzeuge. 15 Anhänger. Dann machen wir aus den 15 mal 25 mit Sofortersatz. Kriege ich dich noch? Ja. Plopp. Er macht gerade leer. So, jetzt kann der wie viel mitnehmen? 375. Na, das ist ja schon mal ein bisschen mehr, ne? Wie viel liegt hier rum? 500 Öl. Alter Schwede. 20. Ah, da ist noch ein Zug, der ist falsch rum. Okay. von 20 auf 20. Das werden wir gleich mal canceln. So, und da kommen hinter
Sehe ich da besser? 20. 30. Alter, was ist denn hier jetzt wieder los? Irgendwas ist schon wieder kaputt. Ich hab's kaputt gemacht. Jetzt ist der Gym. Was? Ach so, jetzt haben wir wieder ein Problem. Ja. Sind wir wieder zu lang? Sind wir wieder zu lang? Befürchte es. Hier kann ich umdrehen. Wegen der Kreuzung dann hier wieder, ne? Das hatten wir schon mal so ein Problem. Das heißt, ich kann dich nicht länger machen. Gut. Öl. Ich kann dich nicht länger machen. Mist. Das ist doof. Ziehen wir die erstmal wieder ab. Okay. Dann müssen wir da zwei Züge draufsetzen. Wenn dann nicht sogar zwei fahren. Nö, kann ja eigentlich nicht, ne? Gut. Die teilen sich nichts. Das ist gut. Das heißt, ich kann da theoretisch zwei gleiche Züge draufsetzen. Der passt genau in den Bahnhof rein. Da müsste das auch gehen, hoffe ich mal. Das hatten wir aber, glaube ich, schon mal gemacht, ne? Dann müssten wir die Strecke rausnehmen. Beziehungsweise ich fahre doch mit dem gelben, fahre ich doch auch hier lang. Nord. Abzweig ist die Raffinerie und unter. Das ist dann nach unten durch. Okay, auch doof. Das ist er hier. Ja, gute Frage, nächste Frage. Ich könnte den nicht bis unten rausfahren lassen, sondern einfach einen extra Zug dahin fahren lassen. Ich denke, das macht mehr Sinn, ne? Weil der kommt hier sowieso leer zurück. Das heißt, du fährst nicht nach Unterjatzke. Sondern wir kaufen uns hier für das Leergleis. Da haben wir noch einen Terminal frei. Einen weiteren Zug. Und das anschließend machen wir dann aber auch hier hinten, damit die langen Züge da auch nicht mit ihrem Arsch im Wege stehen. So. Jetzt müsste ich nur hier aber rüber switchen. Da hinten ist das Depot. Ich hoffe, den kriege ich da hin. Ein Zug fährt von nach. Wie viel nehmen wir denn? Ich habe nicht mitgezählt. 10. 15. So, du kriegst eine neue Linie von da nach dahin. Komm schon, nach Speichern. Unterjatzke. Gut. Nach Jatzke. Und fahren tut er auch schon? Ich habe heute wieder einen Deutscher im Kopf. Jo, da ist er, ne? Quer. Nein, das ist der nicht. Schade. Dann müsste er ja noch hier rumhocken, ne? Zug. Warte auf freie Wege, okay. Das sollte jetzt gleich passieren, wenn der im Bahnhof drin ist. Beziehungsweise, Mist, ich hoffe, das geht jetzt von der Länge. Weil auf der Seite auch so lang ist. Fitz Batman, das reicht. Ne, wenn er da in der Kreuzung stehen würde, in der Weiche, dann könnte er nicht fahren. Jetzt müsste er theoretisch auf freie Gleise warten. Was hier rumliegt an Zeug, ne? Ustra-Raffinerie Zentrum, das ist nach oben weg, ne? Das ist für ihn hier. Jo. Ich glaube, wir brauchen auch ein bisschen mehr. Was haben wir denn? 10.
Dann machen wir das jetzt mal geschickt. So, wird am nächsten Bahnhof versetzt. In der Hoffnung, dass, wie gesagt, die Bahnhöfe auch lang genug sind. Was haben wir hier rumliegen? Das geht eigentlich. Was ist das? Rohöl, okay. Ich weiß nicht, warum hier Rohöl liegt. Ach, das kommt von oben, genau. Oh Gott! Ist ja richtig. Wir hatten ja hier die auch angezapft, ne? Ja. Gut, das führt dazu, dass wir da unten auch ein Brennstoffproblem haben. Das sieht doch schon mal gut aus. Wird gut angenommen, die Schienenführung. Finanzen. Ja, ich glaube, wir haben einen Zug zu viel. Vielleicht kriegen wir auch die Passagiere bald wieder. Das waren ja die Jahre, wo die rumgestanden haben. 4 Bahnhöfe, 4 Züge. War da ein bisschen falsch gedacht von mir. Ups. Naja. So, hier sieht es doch schon wieder schick aus. Da sammelt sich das Zeug. Das ist toll. Es liegt auch schon mittlerweile wieder Sachen hier, die woanders hingehören. Was liegt denn hier rum? Baustoff. Quatsch. Maschinen. So, und hier türmt sich das Zeug immer noch. Oh Gott. Komm mal her. Oh, wir haben noch keinen Fahrzeugersatz. Ich glaube, ich werde mal kostengünstig neu machen. du hast 4 geschlossen, ne? Ach so. Irgendwas zum Ziehen wäre nicht falsch, ne? Halt. Welche Verschwendung. Ah, müssen wir mal machen. Wir haben hier so viel rumliegen. Naja, schauen wir mal. So, wie sieht's denn aus? Wir hatten hier oben ja auch den... Ah, sehr schön. Da geht alles weg. Ich will hoffen, dass sie jetzt nicht noch größer wird. Gott. So, das sieht gut aus. Hier haben wir reichlich Eisenerz rumliegen. Das kriegen wir auch nicht mal alles weg. Vielleicht können wir das ja ausfliegen oder so. Wieso ist der Bahnhof... Ich wollte sagen, der Bahnhof ist nicht angeschlossen. Das wäre eine Katastrophe. 300. Auf der Linie haben wir, glaube ich, ist nur ein. Sieben, 15, 12. 12 Rungenwagen. Wir sollten bei dem Fahrzeugersatz noch mal ein bisschen schrauben. Zack. Achso, da bin ich schon drin. Schmeiß das mal eben alles raus und dann machen wir den auch neu. Müssen sehen, dass wir mehr Erz weg transportieren. Wir haben jetzt, komm mal her. Nein, falsches Fenster. Dich. So. 7, 5, 5 und 12. Der ist noch hinter, okay. Das heißt, von den geschlossenen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann brauchen wir von den offenen fürs Eisenerz 20. Mindestens. Und 12 von den Rungenwagen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir werden es sehen. So, zack, sofort ersetzen. Was kostet das Ding? 85, 58 Millionen. Ey. Schnäppchen. So. Warum haben wir dich nicht? Nein, haben wir nicht. Okay. Dann gucken wir mal, welcher das ist. Bauholz und so ein Käse. Mhm. Ja, hier sieht es ja auch charmant aus. Na gut, dann sollten wir hier eventuell nochmal den auch festsetzen. 1. Fertig.
1. Let's go. Hast du denn auch Geld eingenommen? Ja, geht so. Alter, die sind für die Strecken schon alle viel zu lang. Böse Falle. So, hier liegt aber auch nicht mehr so viel Stahl rum. Jetzt ist die Frage, hat er jetzt weniger produziert oder... ist ein bisschen runtergegangen, ne? Wir haben 300 Erz, 270, 280 Kohle. Da ist reichlich Potenzial. Naja. Das sieht auch relativ gut aus. Hier liegt nicht allzu viel rum. Die Frage ist, ob wir überhaupt mit den Linien jetzt noch wieder Geld verdienen. Sagen wir es mal so rum. Nicht wirklich. 16 Millionen. Genau, das war ja die Geschichte mit den TGW. Wo ich zu spät gemerkt habe, woran es liegt. Finanzen gehen aber so langsam wieder hoch. Nicht wirklich. 20, 21 Millionen Kosten. Da haben wir einmal viel abtransportiert. Das lag aber daran, dass da so viele Leute rumstanden. Wir müssten höchstens in den Städten noch mehr Nachfrage generieren. Hier zum Beispiel. Eine Tram und so haben wir doch da am Laufen. Ne? Ja. Was haben wir denn da auf der Tram? 18 von 30. Die Linie. Fahrzeuge. Da sitzt eine drauf. Die fährt plus ein. Dann setzen wir doch einfach mal noch eine zweite da drauf, ne? Linie zuweisen. Ich hoffe, das ist die richtige, ne? Ja, Linie 2. Klack. Vielleicht hilft das ja, ich bin mir nicht sicher. Wir könnten natürlich auch das machen, was wir noch gesagt hatten. Vom Mitteleschenbach nach hier hin geht das. Gott. Ich liebe meine Bahnhöfe. Nicht. Da ist noch eins frei. Das ist schön, wenn das so mittendrin ist. Ich müsste hier durchbauen. Da eiert der aber, glaube ich, hin, ne? Jo. Das ist schlecht. Gut, probieren wir es mal. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ja. Doch, es geht. Nice. Lass uns den mal da hinlegen. Das heißt, ich kann den hier runterziehen. Nein, da will ich nicht hin. Nach Mitteleschenbach. Das finde ich gut. Wo müssen wir denn hin? Wo sind denn meine Wohngebiete? Nett, hier oben. So, dann reißen wir doch mal die Straße weg und bauen dann einen Bahnhof hin. Jo, nehme ich. Mega. Plopp. Wo mussten wir denn hin? Da, ne? Nein, hör auf zu speichern. Sorry fürs Ruckeln. Die Performance ist doch nicht besser. Falscher Bahnhof. Versucht das hier gerade in einem Rutsch durchzuziehen. Deswegen hakelt das immer hier so. Brückenpfeilerkolonne Steigung zu groß. Na toll. Leck mich. Was? Steigung zu groß? Warum? Ist das kacke. Wieso ist denn hier die Steigung zu groß? Lass mich veralbern. Wieso ist denn hier die Steigung zu groß? Ja, ist auch wieder Quatsch. Da liegt schon was. Spiel will mich wieder trollen, wa? Nein, Spiel will mich nicht trollen. Es will mich einfach nur natzen.
Wieso ist denn hier die Steigung zu groß? Du spinnst doch. Dann reißen wir wieder die Straße ab. Nein! Tja, Autos, Pech gehabt, wa? Schön, wenn das was funktioniert, ne? machen wir in der nächsten Folge fertig, denn wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Da hinten müssen wir nachher irgendwo hin. Und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich sage an dieser Stelle ganz fix, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Transportfieber. Bis dann, ciao.